Hi Leute, willkommen zu Dragon Gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen, die ich schon mal baue, wie ich so Lust und Laune habe. Oder kennt ihr schon, ab und zu mal ein bisschen Cosplay und auch ein paar andere Sachen. Unser heutiges Thema wird sein, ich werde eine Pionieraxt für den Grabenkampf bauen. Mal wieder ein bisschen für Endzeit. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich so Ding nicht auch bauen könnte. Mal gucken, was draus wird. Wahrscheinlich kriege ich wieder schlaflose Nächte, genau wie nachdem ich das Spatenvideo gemacht habe und nur noch Spaten bauen durfte. Mal abgesehen von den ganzen Handgranaten. Ne? Schöne Grüße an Maurice und dann raus und ihre Gruppe. Ne? Ich hoffe, die Dinger machen euch viel Freude. Und mit der Spaten, also hier mit der Pionieraxt, naja, mal gucken, was da draus macht. So. Dann auch nochmal ein Dank an alle, die mich schon abonniert haben. Freut mich. Auch die ganzen Leute, die mich immer mal wieder anschreiben und sich für die Videos bedanken. Da freue ich mich riesig drüber. Das motiviert weiterzumachen. Und dann fangen wir jetzt mal an, bevor ich euch noch eine Frikadelle ans Ohr gelabert habe, mit dem Ding, dass wir das Ding bauen. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann legen wir mal los mit dem Ganzen, ne? Und zwar, Schablone habe ich schon gemacht. Ein paar Sachen schon vorbereitet, ein paar, die ich brauche, ein paar, die ich eher nicht brauche. Wie ihr sehen könnt, 40 cm habe ich für den Kernstab. Das Ganze wird so ungefähr so 50, also so grob die Länge von dem Spaten, den ich gemacht habe. Soll ja auch nicht zu groß werden. Ne? Dann bin ich hingegangen, nur nicht wundern, das ist auch Plasterzote, das andere ist schwarz bzw. Anthrazit und das ist ein weiß. Ne? Also da jetzt nicht wundern, das hier ist 10 mm, das sind 6er. Ne? Dann nehme ich jetzt für das Ganze, fangen wir jetzt erstmal an, für den Kernstab das alles zu machen. Da muss ich mal wieder gucken. Ich habe hier mittlerweile habe ich 4 weiße Eddings. Manchmal kraken sie, manchmal wieder nicht. Ich weiß es nicht, wenn einer irgendwie Tipps dazu hat. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, ich soll die Dinge auf der Heizung legen. Also der hier, der schreibt jetzt mal wieder. Das ist halt bei dem Anthrazit oder Schwarz, ist halt immer praktisch mit den Weißen. Da sieht man wenigstens Linien. Aber Kugelschreiber eher weniger. So. Dann haben wir den Kernstab schon mal aufgemacht. Wie gesagt, ich versuche das Ding auch wieder relativ simpel zu halten. Obwohl, ich muss ehrlich sein, das Axtblatt, das wird ein bisschen... aufwendiger, wie das jetzt hier aussieht, beziehungsweise ich sag jetzt mal der Axtkopf, weil auf dem Bild kriegt das noch so ein bisschen Metallbeschläge so komisch drumrum und dann zwischendurch noch ein bisschen, dass das Holz rausguckt, aber das seht ihr ja dann, wenn ihr jetzt macht. Wie gesagt, ist ein bisschen was aufwendiger, aber das ist eigentlich auch das Einzige, also quasi das Stück hier muss ich ein bisschen was drum gucken. Das wird so ein bisschen, der Holzstiel mit dem Ding wird so ein bisschen in Metall eingefasst. Naja, ihr seht das ja dann. So, dann haben wir jetzt den Kernstab schon mal ausgeschnitten. Wie ich euch immer sage, das hier immer behalten. Ne? Da kann man immer tolle Sachen draus machen, wie verdrehtes Metall. Oder halt, wenn er dann hier so reinschneidet, so dreieckig, da dann so Metallbeschläge und so was draus. Also, wie gesagt, nicht wegwerfen kann man immer für alles Mögliche brauchen oder halt für den Kern von einem Knüppel nehmen, wenn er da was einen kernlosen Knüppel zusammenrollen wollte oder so. Ne? Also nicht wegwerfen. So, den tun wir erstmal auf Seite, da wissen wir, der krakelt momentan. So, ihr seht, ja, haben wir schon mal. Jetzt hier mal wieder hin, das mache ich wieder mit dem Heißkleber. Kleben wir erstmal wieder den Kernstab ein. Dafür nehme ich wieder wie immer oben so ein gutes Stück. Jetzt muss ich dann nachher wieder aufpassen, dass ich mit dem Heißkleber nicht hier an die Unterlage, wie wir ja schon festgestellt haben, mache die Unterlage den Heißkleber nicht so gerne. Ups. Also muss ich da immer so ein bisschen aufpassen. So. Das erste Stück tun wir schon mal. Oben schon mal ein bisschen drüber, dass das vernünftig verklebt ist. Da müsst ihr auch nicht unbedingt sparsam sein. Können ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Das Ganze dann erstmal mal abkühlen lassen, bis das dann soweit ist. Und dann kleben wir das Ganze
jetzt Stück für Stück rein. Na, ich fange schon mal an. Bin wieder ein bisschen zu unruhig mit dem Ganzen. Wo ihr immer bei aufpassen müsst, wenn ihr das Ganze in einem Stück rausgeschnitten habt, dass ihr die Matten, wenn ihr die klebt, immer ein bisschen nach oben drückt. Also in die Richtung. Nicht in die Richtung, wo er klebt, weil das kann nämlich passieren, durch die Hitze von dem Heißkleber, dass das sich nach unten lenkt und dann passt das nämlich unten nicht mehr. Da müsst ihr dann immer ein bisschen aufpassen bei. Nur so als Tipp nochmal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, wahrscheinlich schon des Öfteren. Aber wie gesagt, passt da immer mal auf. Ich gehe dann immer hin, mache dann einmal oben, einmal unten, einmal so ein Stück. Ja, hängt dann halt davon ab. Das war da klebt, wie gesagt, das können wir ja auch mit ein paar Ticks machen, nur da müsst ihr halt auf beiden Seiten kleben und dann antrocknen lassen, bevor ihr dran drückt. Ja, wie gesagt, dann immer so ein bisschen unten, können wir nachher so ein bisschen, können wir das noch variieren, also ein paar Millimeter geht schon, ne, aber am besten halt immer dann vom Kleber weg, ne, damit es dann unten passt. Und sollte da doch mal das Problem haben, dass das unten, ich sag jetzt mal hier so ein Zentimeter und ihr könnt das nicht mehr ändern. Ihr wisst ja ungefähr, wo ihr den Griff dran macht. Geht da einfach hin, dann schneidet da eine gerade Linie ab. Und je nachdem, wie viel dann hier zu viel ist, schneidet er dann das Stück ab und dann könnt ihr das wieder dran setzen. Also nur so als Tipp. Dann haben wir das jetzt soweit. Dann haben wir hier schon mal ein paar Lederstücken vorbereitet. Das nehmen wir dann als Spitzenschutz. Mal gucken, ein bisschen was Schmaleres nehmen wir für hier. Ein bisschen größer für oben. Also ein bisschen kräftiger. Die nehmen wir für unten, die für oben. So, dann gehen wir hin. Ich muss mal gucken, habe ich hier irgendwie noch so einen gammeligen Pinsel hier? Ja, den nehmen wir. Wie gesagt, die Pinsel nicht immer wegwerfen, wenn er damit gepackt hat. Geht da einfach ein bisschen hier mit dem Cutter drüber, schneidet den Pattex, der da dicker drauf ist, weg. Ne? Und dann könnt ihr das damit quasi wie so ein Spachtel drauf verteilen. Also bei den Preisen von den Pinseln von teilweise an die 2 Euro, könnt ihr da schon einiges an Geld sparen. So, dann machen wir mal wieder so den guten alten Pattex Classic. Und ich glaube, bevor ich das hier voll sauber werde, ich erstmal eine Zeitung runterlegen. So. Bei so Sachen am besten immer Zeitung runter. Die könnt ihr dann nachher wegwerfen. Dann ist das alles nicht so schlimm. So, gehe ich jetzt hin. Die Stücken sind klein genug, dass man hier noch Rand hat. Dann mache ich jetzt einfach von dem Lederstück, ne, die Umrisse. Hier unten gehe ich bis zum Rand. Dann sind die Stücken groß genug. Ihr könnt dann ruhig ein bisschen großzügiger, weil das Leder noch ein bisschen was von dem Pattex aufsaugt. Mhm. Und auch ruhig ein bisschen über das, was ihr da angemalt habt, also von der Größe her. Dann kann man dann auch ein bisschen was schieben. Und wie gesagt, seid da nicht so knickerig mit, könnt ihr ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Ne? Saugt sich halt voll. So. Immer gucken, dass er dann hier an so Stellen, wo er vielleicht noch schleifen müsst, dann genug Platz lasst. Damit das nachher auch passt. So. Jetzt haben wir das. Haben wir hier irgendwas zum Hinlegen? Die Dose können wir nehmen. Dafür haben wir wieder jede Menge Müll drin. Also ja. So, dann können wir nämlich direkt die andere Seite auch schon mal machen. Haben wir alles schon mal drauf.
Das Ganze müssen wir jetzt erstmal was trocknen lassen. Und dann kommen ins Achsblatt mit Fliegengitter, wie ihr schon vielleicht gesehen habt, was ich hier liegen habe. Kommen dann noch ein paar Verstärkungen rein, oben für das Achsblatt. Pattex ist jetzt so halbwegs gut angetrocknet. Dann gehen wir mal hin. Nehmen uns einfach ein Stück Fliegengitter. Ich mache jetzt mal so. Das ist alles ein bisschen schief und krumm hier. Das sehe ich hier gerade. Das ist natürlich nicht so das ganz Optimale. Ist nicht schlimm. Machen wir das Ganze ein bisschen großzügiger, dann wird das schon ungefähr passen. Das ist jetzt ein bisschen schief geworden, aber in dem Fall wahrscheinlich eher nicht so schlimm. So. Legen wir drauf. Platz ist hier noch. Ich lasse jetzt hier oben schon zu der Kante schon mal ein bisschen Luft. Wird dann schon mal mit der Heißklebepistole ein bisschen fixieren. Und kann sich das nachher nicht mehr groß verrutschen. Und oben die Kante brauche ich schon mal nicht so viel zu schneiden. Also von daher ist das schon mal gar nicht mal so übel. Dabei könnt ihr dann auch wieder, also ordentlich drauf, ne? Immer so ein bisschen dann noch mit der Spitze, so ein bisschen mit der heißen Seite ein bisschen glatt ziehen, ne? Dass dann nicht so Knubbel sind. So. Sieht doch schon mal ja nicht so übel aus. Fangen wir schon mal an. Das vordere Achsblattstück soll ja eine vernünftige Klinge kriegen. Da lasse ich so rundherum ungefähr so Pi mal Daumen zwischen 5 mm und 1 cm Abstand zum Rand von dem Fliegengitter. Dann kann man da nämlich nochmal nachschleifen, wenn was ist. Hier muss ich ein bisschen schauen, das mache ich nicht ganz so weit. Weil hier soll ja noch diese Spitze, diese angeschliffen auf beiden Seiten, und da ist das Fliegengitter dann an den Stellen nicht ganz so gut, weil das wird ziemlich, die Cutterklingen werden dadurch ziemlich stumpf, habe ich festgestellt, wenn man dann da mit dem Heißkleber das dann reingeklebt hat, ist das schon, ich sag jetzt mal, relativ stabil, ne? Wie ihr seht, Heißkleber und Fliegengitter benutze ich gern zum Stabilisieren. Ne? Damit kriegt man die Dinger auch vernünftig stabil, dass die nicht so schnell kaputt gehen, wenn mal was passiert. Ja, vielleicht hätte ich nicht ganz so lang machen sollen. Naja, gut, mal gucken. Würde ich nicht ganz so scharf schleifen, dann später. Dann wird das auch hinhauen. So, jetzt bin ich noch am Überlegen. Das ist ja für die andere Seite, aber ich habe hier noch so ein Stück übrig. Ihr könnt natürlich, ich mache auch noch ein bisschen was hier abreißen von oben. Für den Fall, dass einer dran zieht, da dürfte zwar eigentlich nichts jetzt bei der Größe groß passieren können, aber wir gehen da einfach auf Nummer sicher. Doppelt, dreifach gemoppelt hält besser. Kennt das ja, ne? So. Das ist unten, glaube ich, ein bisschen breit hier geworden. Schneiden wir noch ein bisschen dünner. Und zwar, dann können wir das nämlich hier noch so ein bisschen mit reinkleben. Das machen wir jetzt auch direkt. Eins, was dann natürlich nachher, wo ihr dann immer gucken müsst, ist, wenn ihr das dann oben noch schleifen müsst. Das könnt ihr natürlich auch später dann erst drauf machen. Also je nachdem, wie ihr das Ding baut, ist das manchmal auch praktischer, das später erst aufzusetzen und dann nochmal eine Dreiermatte drüber, um das Ganze dann zu kaschieren, ne? Dass man das nicht mehr so sieht. Müsst ihr jetzt nicht machen, könnt ihr aber. Nur so als kleiner Tipp. Ne? Machen wir das hier oben noch.
Ganze. Das tun wir jetzt erstmal so ein bisschen. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu früh. Legen wir das einfach hier so drunter. Dann sollte das nämlich eigentlich auch ganz gut gehen. So, machen wir einfach mal. Zwar gehen wir erstmal hier. Wie gesagt, immer gucken, so 5 mm Zentimeter Rand. Das ist nämlich, wenn er nachher dann die Matten drauf geklebt hat, die 6er, und das nicht so ganz übereinstimmt, können wir dann noch ein bisschen nachschneiden. Ich denke mal, das Prinzip haben die meisten ja schon lange verstanden, die meinen Videos zugucken. Gehe ich jetzt mal von aus. Mal ein gutes Stück. Da kann man nämlich dann eine schöne Schärfe nachher dann rein machen. Das muss zwar nicht so mega groß werden, aber soll ja ein bisschen nachher aussehen. So. Am besten dann immer eine gerade Unterfläche nehmen, also wo er das dann drauf klebt. Dann wird dann nämlich nachher durch das Fliegengitter und alles auch schon gerade. Ne? Seht ihr ja. Mit dem Fliegengitter können wir auch ein bisschen, wenn irgendwas noch ein bisschen schief geklebt ist, können wir das nämlich auch ein bisschen mit gerade ziehen. Nur so, mal wieder so als kleiner Tipp von mir. So. Dann legen wir das Ganze jetzt hier nochmal drüber. Wie ihr seht, das hat dann eine ordentliche Verstärkung. Also da kann dann so schnell nichts mehr passieren. Kann man auch schon mal ein bisschen hängen bleiben. Heißt jetzt natürlich nicht, dass er daran rupfen sollte wie die Berserker, aber wenn er mal irgendwo hängen bleibt, kann da so schnell dann nichts passieren. Ne? So. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und den Rest jetzt, die 6er Matten kleben wir dann wieder mit Pattex. So, dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze zu kleben. Tun wir wieder spiegelverkehrt einmal drauf, ne? Und dann einmal einfach nur umklappen. Und schon habt ihr das richtig. Wie gesagt, immer dran denken mit dem Spiegel verkehrt, ne? Sonst habt ihr nämlich die falsche Seite gepinselt, auf jeden Fall bei einem der zwei Teile. Und dann ist das immer so ein bisschen blöd, ne? Ist mir früher auch des Öfteren schon mal passiert. Mit der Zeit lernt man ja dazu, vor allen Dingen, ne? Lehrgeld bezahlen. Aber dann geht das schon. Weil so Sachen muss man sich halt ein bisschen konzentrieren. Da mache ich jetzt auch wieder nicht zu dick den Pattex drauf. Also relativ dünn, das reicht, weil das ja auf beiden Seiten jetzt drauf kommt. Also keine halbe Dose da drauf klatschen. Ne? Also nicht wundern. Wie gesagt, Pattex ist ein Kontaktkleber. Da muss man nicht so dick drauf machen. Das mache ich halt nur, wenn so Leder oder so hat, damit sich das damit voll saugen kann, dann hält das nämlich besser. So. Und wie immer, Unterlage wichtig, ne? Hier, wo das Fliegengitter drauf ist, da können wir dann ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Das soll man nie. Vierecke reingeht, dann wird das nachher nämlich auch noch mal was stabiler durch und steifer auch. Das ist eigentlich die Hauptsache bei dem Fliegengitter, wenn man das mit einklebt, dass das halt dadurch steifer danach wird, dass das nicht so schnell was abreißen kann oder dass es sich halt nicht so verbiegt, ne? Hängt halt immer von ab, für was er das benutzt. So, tun wir wieder so ein bisschen rüber. Bei dem Leder unten und oben, da können wir dann ruhig mal wieder ein bisschen mehr drauf tun. Wie gesagt, das saugt sich dann immer so ein bisschen voll. Also da wieder nicht so geizig sein. Und den Rest halt eine vernünftige deckende Schicht. Ihr seht ja, wo das noch nicht so richtig deckt.
einfach dann drüber, wenn es noch nicht so ganz reicht, oder einfach noch mal ein bisschen was mehr drauf, dann geht das schon. So. Lass mal das Ganze erstmal wieder was antrocknen. Das Ganze ist jetzt so halbwegs angetrocknet. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn es noch nicht so ganz angetrocknet ist, weil ich das von beiden Seiten nämlich machen will. Dann kann man das nämlich noch ein bisschen drücken. So. Jetzt muss ich noch schön schauen, ob das so halbwegs überall passt. Also oben passt es gut, unten habe ich ein bisschen überstehen, wie ihr hier seht. Ne? Ich glaube, da habe ich die Schablone mal wieder ein bisschen zu genau nachgeschnitten. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja genug Platz gelassen vom Rand mit dem Fliegengitter. Also von daher ist das alles ja kein Problem. So, jetzt haben wir die erste Seite. Dann machen wir das Ganze jetzt bei der anderen Seite auch. Ganz wieder drauflegen. Einmal klappen. Ne? Spiegelverkehr, kennt das ja schon. Im Endeffekt immer dasselbe. So. Ganz lassen wir jetzt wieder was antrocknen, wie bei der ersten Seite auch. Kennt ihr ja. Ne? So. Wie gesagt, am besten immer gut warten, bis es dann sich halbwegs trocken anfühlt, bevor es drauf macht. So. Jetzt können wir schon mal auf Seite ziehen. Noch ordentlich fest. Wie gesagt, am besten dann immer so ein bisschen mit Brettern und Schraubzwingen oder so, weil das Ganze ein bisschen zusammendrückt. Ja. Allerdings geht das eigentlich auch so halbwegs, wenn er vernünftig drauf drückt. Müsst dann natürlich immer gucken, dass man auch gut antrocknen lassen hat. Ja. Und wenn ihr dann gut angedrückt habt, lasst ihr das Ganze am besten immer auf einer geraden Unter-, also Oberfläche, dass ihr das dann da liegen lasst. Dann kann sich das Ganze nämlich
schön gerade legen, dann geht das nämlich ganz gut. So. Ja, jetzt müssen wir das Ganze jetzt erstmal vernünftig trocknen lassen. Ich habe mich hier so entschlossen. Ich werde wahrscheinlich dann zwei Teile draus machen, sonst wird das Ganze wieder zu lang. So sieht das Ganze jetzt schon mal geklebt aus. Ne? Also von der Schablone dazu. Ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, ich mache einen zweiten Teil, weil das erste, das wird schon fast wieder eine halbe Stunde werden. Ich weiß es auch nicht, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob die Videos euch zu lang sind oder ob ich lieber mehr Teile dann machen soll, wie 1, 2, 3 oder was, damit die nicht zu lang werden. Ich kann natürlich auch weniger erklären. Wie gesagt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da lieber wäre, ob die jetzt lieber ein bisschen länger sind und dann für besser erklärt oder lieber was kürzer und ein bisschen weniger erklärt und dann natürlich auch dann halt kürzer, ne? Ja, dann sehen wir uns im zweiten Teil zu der Hacke, ne? Naja, was heißt Hacke? Pionier-Axt, Graben, Kampf-Axt, keine Ahnung, wie man das Ding jetzt genau nennt. Könnt ihr ja auch mal drunter schreiben. Da werde ich dann im zweiten Teil das Ganze dann noch schleifen. Den Kopf noch, das, was da an Metall dran kommt, und dann Pinsel und den Rest machen. Ich denke mal, das müsste dann mit zwei Teilen kommen hin. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, beim nächsten Teil sehen wir uns wieder. Wir sehen uns.